What just happened? Hi Leute, da bin ich wieder im dritten Teil, im dritten und letzten Teil der kleinen Staffel sozusagen hier. Wir haben im letzten Teil haben wir unser Video geschnitten. Jetzt müssen wir es noch exportieren, dass wir es auch auf YouTube hochladen können. Und ja, das sind einfach nicht nur ein Tastenklick, sondern schon ein paar mehr. Hier haben wir unser fertig geschnittenes Video, wie ich euch das im letzten Teil erklärt habe. Hier haben wir unsere Sequenz, wie ich das im ersten Teil erklärt habe. Wenn ihr meinen Teil auf jeden Fall noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall angucken. Wenn ihr euer Video auch mal selber schneiden wollt. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs Exportieren. Wir gehen hier unter Datei, geht unter Datei, dann unter Exportieren, dann unter Medien. Oder, wenn man es ein bisschen schneller machen will, einfach hier unten drauf drücken in das Schnittfenster und dann Steuerung M drücken. Dann öffnet sich genau dasselbe Fenster. Und zwar das. So. Das sieht jetzt schon mal alles sehr seltsam alles aus hier. Bei euch wird wahrscheinlich irgendwie wieder irgendeine Vorgabe hier sein. Ihr könnt auch irgendeine Vorgabe erstmal auswählen. Das ist total egal, welche jetzt. Ich habe irgendwo drauf gedrückt einfach. So. Effekte. Das brauchen wir nicht. Wir gehen... Das Wichtige ist erstmal, dass wir hier im kompletten Raum alles ausgewählt haben, weil wir können dann auch noch so ein bisschen was nach innen schieben. So, und dann nehmen wir nur diese paar Sekunden auf. Aber wir wollen ja das Ganze wie... Dann exportieren wir nur die paar Sekunden. Aber wir wollen das Ganze wieder exportieren. Und daher wählen wir alles aus. So, haben wir. Dann gehen wir oben auf Format H264 Codec. Dann unter Vorgabe... brauchen wir nichts, weil es sind ja die Vorgaben, die wir machen können. Dann haben wir hier aber bei Breite und Höhe müssen wir das eingeben, die was wir auch raus exportieren wollen. Wir haben ja, als wir die Sequenz gemacht haben, haben wir 1920x1080p eingegeben. Das wollen wir vermutlich dann auch wieder rausrendern, also geben wir das wieder ein. Höhe, Breite, 1029. Wenn so eine Meldung hier kommt, Adobe Media Encoder, ungültige Framegröße oder Framerate für dieses Level, ist das Problem, dass ihr unter Level habt ihr was zu Tiefes ausgewählt, um die Breite und Höhe einzustellen. Deswegen wählen wir unter Level, wählen wir 5,1. Dann wird sich das alles schon mal umstellen, die Breite und Höhe. Ist jetzt schon automatisch auf 1920x1080p. Die Framerate könnte man auf 59,94 lassen. Wir machen sie einfach auf 60. Weil das haben wir auch in der Sequenz eingestellt. Dann unter Feldreihenfolge können wir nichts auswählen. Progressiv ist aber gut, das was da steht. Hier Seitenverhältnis. Das habe ich ja euch im Sequenzvideo schon erklärt, was das ist. Da wählen wir natürlich auch wieder quadratische Pixel aus. Der Fernsehnoir nehmen wir NTSC. Das hat was mit der Framerate und so weiter zu tun. Das ist dann ist einfach alles richtig. Unter Profil, das ist auch wichtig. Dort nehmen wir nicht Baseline, das heißt ganz schlechte Qualität. Main heißt mittlere Qualität. Und High heißt natürlich ganz höchste Qualität. Level nehmen wir, lassen wir bei 5,1, wir können auch 5,2 nehmen. Das bräuchten wir zum Beispiel, 5,2 bräuchten wir zum Beispiel, wenn wir in 2K rendern wollen. Mit maximaler Tiefe rendern. Kann man machen. Kommt drauf an, wie gut euer PC ist. Wenn euer PC wirklich mega gut ist, dann kann man es machen. Wenn der nicht so gut ist, würde ich es nicht machen, weil das dort dann schon
lässt schon mal die Zeit in der Höhe explodieren, was das Rendern betrifft. Und wenn ihr hier unten irgendwas wieder umstellt, kann das auch sein, dass sich hier oben bei der Breite und Höhe oder bei der Framerate etwas wieder verstellt. Deswegen immer nachgucken. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem mit wichtigsten Punkt, was eure Qualität betrifft, und zwar Bitrateneinstellung. Wir gehen mal unter CBR. Das heißt, wenn wir das hier hochstellen, das heißt, unsere Bitrate, ich kann euch jetzt zum Beispiel mal einen Clip einfügen, wo ich mit einer ganz tiefen Bitrate gerendert habe und mit einer hohen. Und dann werdet ihr den Unterschied sehen. Oh! Oh! Ich hole. Oh! Oh! Ich hole. Habt ihr gesehen? So, jetzt wisst ihr auch, was der Unterschied ist. Und zwar CBR bedeutet jetzt ein für sich, er bleibt die ganze Zeit konstant auf einer Zielbitrate sozusagen. Und er kann nicht wie im VBR ein Durchgang wechseln. Wenn wir hier zum Beispiel normalerweise reicht 16 für 1080p oder 18 vollkommen aus. Ich mache ganz gerne 16 und 22. Und was das jetzt wieder bedeutet, heißt ein Durchgang, er rendert einmal alles durch. Aber wenn zum Beispiel ein Moment ist, wo er nicht 22 Mbits ausnutzen müsste, variiert er zwischen 16 und 22, was mindestens muss. Und wenn. So, ich hoffe, man hat das so halbwegs verstanden. Wenn 22 Mbits nötig sind, dann rendert er mit 22 Mbits. Wenn nur 16 nötig sind, dann rendert er nur mit 16. Und wenn irgendwas dazwischen nötig ist, rendert er mit dem, was dazwischen nötig ist. Zwei Durchgang, das bedeutet wieder vom Prinzip her das gleiche, aber er rendert nicht einmal, sondern zweimal. Und zweimal rendern ist schon, weil er kontrolliert dann sozusagen nochmal alles. Das ist auch schon wieder so ein Ding, was man nicht unbedingt machen muss, was auch die Zeit ziemlich nach oben schießt, weil überlegt mal, ob ihr 3 Stunden rendern wollt oder ob ihr 6 Stunden rendern wollt. Also, dann haben wir alles gut eingestellt. Maximale Renderqualität verwenden ist genau dasselbe, was ich hiermit erklärt habe. Also, es kann auch ziemlich die Zeit in die Höhe stoßen. Muss man nicht haben, kann man aber. So, hier sehen wir, wie groß die Datei ungefähr ist. Es wird geschätzt, aber es wird ziemlich gut geschätzt. So, wenn wir die Vorgabe haben und wir wissen, die können wir auch wieder öfters gebrauchen, können wir hier wieder auf Vorgabe speichern gehen, können einen Namen eingeben, zum Beispiel 1080p 60 FPS. Ich schreibe nochmal tot hinter wegen Tutorial. So, haben wir die Vorgabe, die können wir dann einfach jedes Mal hier oben, können wir dann einfach auswählen. Po, bumm, haben wir sie. Und dann gehen wir einfach auf Exportieren. Dann wird unser Video auch schon gerendert und exportiert. Und ja, dann wird es auch raus exportiert. Ich werde das Video, welches wir jetzt hier geschnitten haben, werde ich nochmal auf ungelistet hochladen und werde es euch dann nochmal den Link in die Videobeschreibung setzen. Wer Bock hat, kann sich dann Qualität angucken. Hier werden jetzt zum Beispiel 8 Minuten gerendert. Ungefähr. Also schon ziemlich schnell. Es werden auf jeden Fall noch Videos folgen mit Effekten, Color Grading, Übergänge und sowas alles. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs gut erklären. Und ja, es werden sämtliche Videos noch folgen. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock dann auf das Video habt, was ich dort jetzt gerade render, wenn ihr Bock habt, das anzugucken, wie die Qualität so ist und so, unten ein Link. Dieses Video ist dann ungelistet. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Und dann würde ich sagen, haut da rein, ciao, bis zum nächsten Mal.
Waking up with the same routine, hoping and praying for sunshine. A plan that don't work out as A through Z. Looking at rappers, it's lunchtime. Sick of the drugs and the groupies. Hustling, hard boy, it's crunch time. Praying to God he don't lose me. Shout to my family one time. Putting my thoughts in a loose sleeve on the Bruce Lee. Yeah, this rap shit. Sometimes this life will get lonely and cold, so go make sure that you bring a jacket. Putting my heart and my soul in